In der Nähe der spanischen Metropole Barcelona ist es am Dienstagmorgen zu einem Zugunglück gekommen. Nach Angaben der Rettungsdienste waren 2 von 6 Waggons eines Nahverkehrszugs aus den Gleisen gesprungen. Bei dem Unfall sei eine Person getötet worden, es habe Dutzende Verletzte gegeben, hieß es. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Berichten von spanischen Medien saßen noch Passagiere im Zug fest. Nach Angaben des spanischen Zivilschutzes soll ein Erdrutsch dafür verantwortlich sein, dass die Waggons entgleist sind. Im Norden von Spanien hatte es zuletzt heftige Regenfälle und Überschwemmungen gegeben.